Wunderbar, und weiter geht's. Part Numero 2. Ja, Nummer 2. Okay, so. Wir können noch nicht wirklich viel machen, wie wir herausgefunden haben. Naps. Da ist eine Wand, die ich nicht durchdringen kann, aber ich darf hier runter zum Beispiel. Autsch, da hat mich irgendein kleiner, was auch immer, Brocken noch getroffen. Ich hätte übrigens mehr Türen aufmachen können noch, fällt mir gerade auf, weil, ne, ich kann's ja jetzt mit dem roten, rote Rakete und so. Ich kann's ja mit dem Raketen. Und das ist die Bombe. Tja, das erklärt's eigentlich schon sehr gut, es ist natürlich in Englisch, aber, ich muss mich zum Ball machen und darf da eine Bombe legen. Und hinter mir geht's zu, das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann es ja schon mal demonstrieren. Dumm, dumm, dumm. Und das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Autsch. Nicht durchdrehen. Ja, gib mir Spucksteine und gib mir Sachen wieder. Ja, die Statue ist erwacht. Ehrlich gesagt, ich bin sehr schlecht im Metroid-Lore. Er hat doch den Kopf ziemlich kopflos angelegen, halt, ja. Ja, es ist wirklich. Also, warum das jetzt passiert ist, kann ich nicht wirklich gut erklären. Es sind halt Chozos und ich weiß nicht wirklich, aber die haben sich irgendwie selber ausgelöscht oder so, weil sie das Ende der Welt gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Aber die kommen halt im Metroids immer und immer wieder vor. Dupp. So, ich darf jetzt bomben. Und bomben heißt, ich darf jetzt hier... Wee, wee, wee. Ja, ich kann das kaputt machen. Bomben heißt, ich kann jetzt überall durch, wo solche kleinen Blöcke sind. Und jetzt geht mir dieser Raum da unten ziemlich auf die Nerven. Wo ich jetzt schon zweimal durch war oder so. Das war, glaube ich, der hier. Drink. Nee, das war der dumme Speicherpunkt. Ach, ich bin eins zu hoch. Man sieht ja oben rechts die kleine Karte... Genau. Man sieht hier oben rechts die kleine Karte. Und daran kann man sich gut orientieren. Aber ich bin doch zu dumm, die Karte zu lesen anscheinend. Klopp. Hallo, mein Freund. Die nehmen wir doch mit. Hm. Es gibt halt endlich so eine Missile-Packs überall. Und davon gibt es halt nicht gerade wenig. Also ich weiß gar nicht wie genau, aber ich denke mal so 250 hat man am Ende davon. Also jeder Container gibt halt immer 5. Ne? Und ja, so, ich bin mir jetzt unsicher, aber ich denke mal so 200 hat man doch am Ende. Mindestens 200 Raketen. Out, 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 out. Ja, ziehen sollte man können und so. Das ist übrigens Leben. Ich habe momentan 67 Energy von 99 potenziellen. Ha, hier haben wir die Karte. Die Karte. Jo, jetzt sehen wir mal die Karte vom Gebiet. Auf jeden Fall das, was man so sehen kann. Das heißt nicht, dass das das komplette Gebiet ist. Das Gebiet ist doch noch etwas größer, weil da ist zum Beispiel ein Aufzug, der mitten im Nirgendwo ist. Und es wäre irgendwie ziemlich dumm, wenn da nur der Aufzug nach unten wäre. Oder nach oben, wie man auch immer will. Und ja, hier fliegt auch so ein bisschen Karte rum, da rechts. Und deswegen, es gibt halt an diesen Kartenstationen nicht die komplette Karte zum Runterladen. Ah, lass mich hier raus. Ja, Käferleins, bitte, geht weg. Okay, ich bin jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob noch hier eine Tür ist. Ach ja. Nee, die hatte ich doch eben gerade. Stimmt, da waren nur die Raketen drin. Ach, ich bin vergesslich. Der da ist übrigens unverwundbar. Dieser kleine hier, der hier da. Von mindestens, also... Auf jeden Fall momentan ist er unverwundbar. Klopp, ich will hier durch. Das ist momentan mein einziger Weg weiter. Lauf, Samus. Ja, lass dich vom Igel pucken. Hallo, mein Freund Energietank. Das ist quasi, ja, wie man es aus Zelda vielleicht kennt, so ein Herz. Ne? Jetzt haben wir halt statt die 99 Leben nochmal einen Tank, der auch 99... Ups, der braucht noch eine Rakete. Nee, nee. Ja, die sind immun gegen den normalen Angriff, deswegen muss ich die Raketen in die reinballern. Klopp. Ich
hätte zwar gerne mal Raketen wieder, aber da kann ich leider gerade nichts machen. Gut, ich hätte eben aufsammeln können von oben. Ja, ich laufe hier einfach mal durch. Und hier haben wir einen neuen Aufzug. Und der geht wieder nach unten. Coole Musik bei, übrigens. Bum, 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 bum. Oh nein, einer. Okay, so, hier sieht man nochmal die Karte. Da sieht man schon, ich war eben da unten rechts schon, in diesem Gebiet, das Rosane. Okay, ich kann übrigens hier mein Inventar quasi angucken. Ich habe jetzt den Morphball und die Bomben. Und das ist halt, ne, was ich habe. Morphball, Bombe. Na komm, mach die Bombe. Hallo, Krebsviech. Okay, so, ich versuche jetzt einen tollen kleinen Speedrunner-Trick. Und zwar, ich versuche die Super-Messes hier zu holen. Also die Super-Raketen. Ich habe momentan nur die normalen und ich versuche jetzt die Super-Raketen zu holen. Und das funktioniert mit dem tollen Trick, indem man den Mockball macht. Ach, ich bin gesprungen. Oder geht's? Nee, es geht nicht. Der Mockball ist quasi ein sehr ziemlich getimter Sprung zum Ball werden und man behält seine Geschwindigkeit beim Laufen, weil man im Ball normalerweise langsamer ist. Tja, hier ist ein Raketenpack, das nehme ich doch jetzt einfach mal mit. Und ansonsten komme ich da nicht durch, weil da oben rechts seht ihr vielleicht die Tür, die geht schon jetzt nach unten. Und ja, das möchte ich gerne vermeiden. Also ich würde ja gerne durch, aber das geht jetzt so quasi auf den normalen Wege nicht, deswegen muss ich den Mockball machen. Ach, ich bin hängen geblieben. Okay, es kann ein bisschen dauern, mal sehen. Ich versuch's zwei, dreimal. Wenn nicht, mache ich den normalen Weg. Ist jetzt auch nicht so wild. Ah, gucken. Ha, ich hab's geschafft. Mockball. Bom, bom, bom. Okay, so, wofür? Das ist ein Reservetank. Ja, wie soll ich den erklären? Er ist so ein Arschretter, sag ich mal. Der steht hoffentlich auf Auto. Bitte steh auf Auto. Manual, ja, Auto. Wunderbar, ist gut. Und noch ein Raketenpark. Ich glaube, hier ist sogar noch eins in der Wand, aber ich weiß gar nicht, ob ich es kriegen kann. Kann ich es kriegen? Ja, ich kann es kriegen. Ich nehme alle Raketen mit. Ich nehme alles mit, was ich weiß. Also, ist jetzt kein 100% Run, aber ich nehme trotzdem alles mit, was ich so kenne. Ach, die Türen gehen gleich zu. Also Reservetank. Es ist quasi, wenn ich Schaden nehme und würde verrecken, dann springt der Reservetank an, sofern da was drin ist. Und hier sind die tollen Superraketen, von denen ich gesprochen habe. Ich sollte irgendwann mal ein Thema beenden, wenn ich irgendwas anfange zu labern. Also, Reservetank, wie gesagt, sobald ich sterbe, springt das Ding an und füllt mich auf mit dem, was da drin ist, sofern da was drin ist. Wenn da nichts drin ist, dann hilft er mir auch nicht viel. Aber ich denke doch, da wird sich doch noch was ansammeln. Das Spiel ist jetzt nicht so schwer. Ach, hier kann man durch. Seht ihr? Ich denke, hier ist nur die dumme Karte hinter, oder? Ja. Die nehmen wir doch auch noch mit. Jo, das Gebiet sieht etwas umfangreicher aus, ne? Aridia. Da unten rechts ist ein Kopf auf der Karte. Das hat was zu bedeuten. Aber momentan noch nicht. Okay. Bum, 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 bum. Ja, ich muss hier wieder raus. Ich weiß nicht, wer hier. Dieser Planet hat auf jeden Fall eine super Maurergesellschaft. Ich meine, ich weiß nicht, wer diese ganzen Wände immer wieder zuballert. Und die Tür war gerade grau. Das heißt, ich dürfte nicht raus. Und ja, ich konnte wieder raus, weil ich alle Gegner besiegt habe. Das ist manchmal so einfach. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich bin gerade erst 9 Minuten dabei. Das heißt, ich warte noch ein bisschen. Ich gehe nach links. Ich weiß, dass es nach rechts weitergeht, aber ich gehe trotzdem nach links. Dann kann ich diesen tollen linken Bereich noch vielleicht abhandeln. Autsch. Ja, die tollen Au, 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 Stacheln. Die kleinen tollen Leuchtkäfer. Die will ich eigentlich nicht unbedingt umbringen, weil ihr seht, es wird immer dunkler hier, je nachdem, wie viele am Leben sind.
Und so ein ganz dunkler Raum, der gefällt mir jetzt doch nicht. Hallo, mein Freund. Das ist, ja, eine Raketenaufladestation. Jetzt habe ich 30 Raketen wieder. Mein Maximum momentan. Ach, ich bringe die jetzt um, die mir im Weg sind. Bum, bum. So schwer ist es auch nicht, hier rauszukommen. Au. 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 Ja, das ist was auch immer. Hier runter darf ich glaube ich noch nicht, oder? Ne, da sind... Da sieht man es, da ist ein tolles Symbol jetzt aufgeploppt. Das heißt, mach das hier. Und mach dieses Symbol habe ich noch nicht. Also kann ich dann nicht durch. Okay, ich speichere eine Runde, weil wir sind bei knapp 11 Minuten. Das heißt, es ist sehr gut zum kurz pausieren. Und dann geht's auch gleich weiter.